Migrationspolitik ist sicherlich ein sehr großes Gebiet. Es gibt ganze Studiengänge dazu. Und es ist in gewisser Weise anmaßend, das in zwei Folien erklären zu wollen. Ich möchte es trotzdem anmaßen, zumindest einzelne Teilgebiete daraus, wo ich es interessant finde, Begriffe zu klären, weil sie immer wieder verwendet werden und weil es auch für Sie vielleicht nützlich ist, diese Begriffe sauber zu verwenden, also damit auch ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass Sie eine gewisse Ahnung davon haben. Und ja, das wäre einerseits hier Kommunikation zum Unternehmen und der andere Aspekt ist dann Werbung zu Produkten, Unternehmen allgemein. Ja, fangen wir mal an mit der Kommunikation zum Unternehmen. Hier gibt es sehr oft verwendete und gerade auch sehr modern verwendete Elemente in dieser Unternehmenskommunikation, die ich hier mal im Zusammenhang stellen möchte und ein bisschen klären will, was eigentlich darunter verstanden wird, auch wenn Sie diese Begriffe vielleicht schon in Ihren Praktika oder in Ihrer studentischen Nebentätigkeit verwenden, weil sie so geläufig sind. Ja, also Ziel ist ja ganz in der Unternehmensführung auch mit angesiedelt, die Corporate Identity zu klären und zu verwirklichen. Was versteht man eigentlich darunter? Alles, was mit Identität zu tun hat, versucht immer eine Angleichung von Selbst- und Fremdbild, könnte man sagen. Also die Identität wird als Differenz gesehen zwischen Selbst- und Fremdbild und oder eigentlich als dem das Maße, wie das Selbstbild dem Fremdbild entspricht, sozusagen. Also wie man das Unternehmen auf die Erwartungen reagiert, die eigentlich von außen an es gestellt werden. Das würde eine starke Identität zum Ausdruck bringen, wenn man so reagiert, wie es eigentlich auch von einem erwartet wird. Ja, es geht also um eine einheitliche Selbstdarstellung und zwar nach innen und nach außen. Das wäre die Politik der Corporate Identity. Selbstdarstellung nach innen bedeutet gegenüber den Mitarbeitern, Selbstdarstellung nach außen gegenüber den Kunden, Lieferanten oder sonstigen Bezugsgruppen. Ja, und Ziel ist eben, dass das Selbstbild, was im Unternehmen gepflegt wird, möglichst nah an das Fremdbild gelangt, was von außen an das Unternehmen herangetragen wird oder angetragen ist nicht richtig formuliert, also was außerhalb des Unternehmens vom Unternehmen besteht. Ja, was macht man dabei? Man möchte ja eine einzigartige Unternehmenspersönlichkeit sein unter den vielen Unternehmenspersönlichkeiten. Und das schafft man, indem man Besonderheiten hervorhebt, letztendlich. Ja, diese Politik der Corporate Identity kann man nun in unterschiedliche Teilbereiche unterteilen.
Und ich habe die hier schon mal genannt. Das wäre einerseits Corporate Design, dann Corporate Behavior und Corporate Communication. Fangen wir mal mit dem Corporate Design an. Was verstehen wir darunter? Also letztendlich alles, was man so visuell erkennen kann. Also das eine Harmonisierung des Erscheinungsbildes könnten wir hier formulieren. Das betrifft die verwendeten Briefköpfe über die Einrichtung bis zu den Gebäuden oder bis zu den Werbeanzeigen, alles so etwas. Ja, also alles, was so erkennbar ist, soll so gestaltet sein, dass man tatsächlich auch an der Gestaltung erkannt wird, weil man möchte damit Einfluss nehmen auf die Bekanntheit. Dass also viele verschiedene Informationen von den Kunden oder den anderen Bezugsgruppen eben auch dem Unternehmen zugeordnet werden können, dass sie also alle Informationen, die sie bekommen, auch erkennen als zugehörig zu diesem Image, was sie vom Unternehmen sich entwickeln. Je öfter man einem ähnlichen Corporate Design begegnet, umso schneller wird es einem bekannt und umso mehr Informationen kann man zuordnen. Ja, Einfluss auf das Image, also die Image-Komponenten, hat dann vor allem das Corporate Behavior. Was könnte man darunter verstehen? Erstmal noch Einfluss auf Image darunter. Image ist ja das Vorstellungsbild, was ich vom Unternehmen habe als Außenstehender. Ja, und dieses Vorstellungsbild wird eben insbesondere bei den Interaktionsprozessen geprägt. Also wann, wenn ich mit Mitarbeitern des Unternehmens in Kontakt komme, dann sprechen wir von Interaktionsprozessen. Und die müssten harmonisiert werden. Ja, und beim Corporate Communication verstehen wir auch sehr viel darunter. Es gibt die verschiedensten Kommunikationskanäle, aber letztendlich soll über alle Kanäle eine ähnliche Botschaft zumindest gesendet werden. Es geht also um die Harmonisierung der Unternehmensbotschaften. Damit möchte man dann eben Einfluss auf die Einstellung der entsprechenden Zielgruppe nehmen. Ja, und Sie kennen jetzt hier, erkennen hier unten vielleicht wieder Bekanntheit, Image, Einstellung, die drei Elemente, die in unserem SOR-Schema ganz am Anfang dieser Videoreihe standen. Also hier spiegelt sich gerade wieder, wie diese Konstrukte eben entsprechend berücksichtigt werden bei der Gestaltung einer Corporate Identity. Deshalb fand ich das auch nochmal gut hier angesprochen zu haben, so diese Teilaspekte der Corporate Identity, da auch so einen gewissen ja, Kreis zu zeichnen zu dem, womit wir begonnen haben in dieser Videoreihe. Ja, jetzt möchte ich noch ein kleines Video ergänzen zur Werbung und dann haben Sie auch schon die Marketingreihe hinter sich gebracht.